mix with On the Beat. See what you can do. Die Dosen kosten im Schnitt zwischen 3 und 4 Euro. Wenn man das dann natürlich auf die Jahre hochrechnet, die man sich schon mit Graffiti beschäftigt, dann kommen da schon ein paar Tausende zusammen. Ich sprühe eigentlich mit allen Dosen, die mir in die Hände fallen, ob sie nun aus dem Baumarkt sind oder vom Flohmarkt. Mir geht es einfach nur darum, mein Bild einfach zu sprühen. Rucksäcke als Transportmittel für jeden Sprüher immer bestens geeignet. Für uns natürlich Beweismittel. Abgenommen einer einzelnen Person insgesamt 30 Sprühdosen. Und auch nochmal ein Klassiker im Sinne der Beweisführung ist das sogenannte Blackbook eines Sprühers. Hier wird er seine Werke verewigen. Das ist wie eine Art Gästebuch anzusehen. Hier wiederum ein sogenanntes Kamikaze-Bild. Hier zeigt sich der Sprüher demaskiert. Bei Tatausführung wird er sich meist mit einer sogenannten Hassmaske vor Entdeckung schützen. Production. Wir bearbeiten Sachbeschädigung und Farbschmierereien, das ergibt sich schon aus dem Namen der Dienststelle, sowie deren Begleitkriminalität, zu der komme ich später noch. It's mixed with all of
wenn man irgendwas ansprüht, was einem nicht gehört, und ich sprühe eigentlich bloß auch an die Männliche hören, dann weiß ich, dass es eigentlich immer irgendwie gibt, der ein bisschen meckert, ein bisschen sauer ist und nicht schön findet. Und ich weiß auch, dass wenn der Polizei oder so kommt, dass ich wegrennen muss. Ich bin mir dessen bewusst. Natürlich auch sehr kriminalisieren. Also wenn man jetzt irgendwie größere Aktionen plant oder sowas oder vorhat, dann bereitet man sich schon irgendwie vor wie so, ja, wie ein Krimineller kommt man sich dann teilweise schon vor. Ne? Bei Graffiti ist, dass wir Täter haben, denen es darauf ankommt, auch möglichst viele Besprühungen vorzunehmen. Und die Polizei und die Staatsanwaltschaft stehen dann später vor dem Problem, diese Tag-Namen, unter denen die Leute sprühen, einzelnen Tätern nachzuweisen. Wir haben in den Regelfällen keinen Täter vor Ort, wir haben keinen Zeugen, der irgendetwas gesehen hat. Wir haben den Schriftzug an einer Wand oder an einer S-Bahn. Wir haben vielleicht nochmal eine Dose, die wir vor Ort finden, in der Regel schon keine Fingerabdrücke mehr. Und selbst Fingerabdrücke würden nicht viel weiterhelfen, weil die Dosen weitergegeben werden. Ja, dann der Kick- und Adrenalinspiel, der gesucht wird, das dann von dieser Höhe gesprüht wird, indem man sich mit Seilen runterlässt. Manchmal frage ich mich, wieso kann man nicht gleich runtergehen und die Wand, die einem direkt vor der Nase steht, kann man nicht einfach anmalen? Oder auch eine räudige Mauer, die irgendwo auf dem Weg lang geht. Es muss gar nicht das neu sanierte Haus sein. Ich stelle mir auf jeden Fall nach und nach immer mehr die Frage, ob es überhaupt, ist überhaupt schlimm, dass ich gerade eine Wand angesprüht habe? Ist es überhaupt schlimm, dass ich gerade die erstmal angemalt habe? Ich fühle mich überhaupt nicht kriminell und ich fühle aber gar kein Schuldbewusstsein da der ganzen Sache gegenüber. Sobald ich irgendwie mal aufgefallen bin, muss ich jederzeit mit einer Hausdurchsuchung rechnen.
Und die Sachen, die dann bei mir zu Hause liegen, die würden dann als Beweismaterial gegen mich verwendet werden. Und dann hätte ich eben eine Menge Probleme, die ich nicht haben will. Eben irgendwie mein Gesicht nicht zeigen, weil es einfach nicht möglich ist. Aber dieser ganze Verfolgungsapparat da von wegen und Soko, die irgendwie Sachen archivieren und versuchen einem dann irgendwie irgendwas nachzuweisen, das finde ich völlig übertrieben so. Ich jetzt gerade dabei bin, ein Graffiti an der Wand zu sprühen und ich merke, da schleicht sich das Gesetz an, bin ich derjenige, der sofort den Rückzug antritt und sich schnellstmöglich vom Acker macht. Es gibt auch Leute, die bewerfen denjenigen dann mit Steinen oder ziehen sogar das Messer, aber sowas würde mir nie in den Kopf kommen. Wenn man das als normaler Mensch mitbekommen würde oder mitbekommen, was damit zusammenhängt, also Leute aus der näheren Bekanntschaft, Freunde von uns, die fassen sich immer wieder an den Kopf und sagen, Mann, ihr habt doch alle eine Meise, was macht ihr diese Scheiße überhaupt? Weil einfach mal extrem viel Zeit und Energie damit verschwendet wird und im Prinzip man im sozialen Status damit nichts gewinnt. Man hat keinen Abschluss am Ende, man hat nichts vorzuweisen, man hat am Ende gar kein Geld mehr, man hat vielleicht sogar noch Schulden oder dergleichen. Am besten ist, wird man noch krank dabei, wenn man sich nachts durch irgendwelche Regenwälder durchschlägt. Das ist einfach mal ein unklares Ding. Und wenn man da jetzt länger ins Reden kommt, weiß ich selber nicht, warum ich das mache. Arbeitet seit ungefähr 10 Jahren an der Reinigungschemie. Reinigungschemie schlechthin erstmal allgemein und dann seit ungefähr 5 Jahren an der Graffiti-Reinigung, speziell an der Graffiti-Reinigung. Und hier habe ich mir auch ein spezielles Feld ausgesucht, nämlich auf der Basis von Naturprodukten, die Graffitis zu reinigen, sodass also keine Vergiftungen und auch keine Schädigungen der Umwelt und auch der Menschen, die damit arbeiten, eintreten kann. Es gibt sicherlich Sprüher mit einem großen Haufen Schulden oder Sprüher, die auf Bewährung sind, wie ich gerade, und trotz alledem weiter illegal sprühen. Ich warte
in jedem Fall die Bewährungszeit ab, weil ich keine Lust habe, für illegales Graffiti in den Knast zu gehen. Zusätzlich dazu kommen Privateigentümer, Häuser, Garagen, im Grunde all das, wo sich Möglichkeiten zum Sprühen bieten. Wir haben im letzten Jahr eine abschließende Schadenssumme gehabt, in etwa auf dem Stand von 25 Millionen Euro. Ich hätte Schuldgefühle, wenn ich Scheiben schmeißen würde oder wenn ich Telefonzellen abbrennen würde oder wenn ich Autos aufknacken würde oder wenn ich wirklich Sachen beschädigen würde. Aber ich beschädige keine Sache, ich verschönere sie. Zerstörung ist meiner Meinung nach nicht. Im Gegenteil, das ist eigentlich eine Verschönerung fast überall. Wir machen eine neue Farbfläche auf. Das ist oft eine Oberflächenversiegelung der Wände und des Metalls. Wenn das der Inhaber nicht wünscht, sein Problem. Kunst ist, also sehe ich schon auch so, dass da irgendwie so auf jeden Fall eine Aussage dahinter stecken sollte. Und die Aussage, naja, die Aussage habe ich für mich noch nicht gefunden. Also ich finde es ziemlich ärgerlich, dass die Sachen, die wir Tag für Tag oder Nacht für Nacht, je nachdem, fabrizieren, dass die dann leider meist gleich am selben Tag wieder weg sind. Dass sowas einfach ratzbatz weggeputzt wird, schade. Ich entferne jetzt Graffitis an einer Probewand. Ich habe also ein Produkt hergestellt und möchte jetzt die Funktionsfähigkeit dieses Produktes testen. Und dazu habe ich diesen Endprüfplatz hier, wo jedes Produkt nach jeder Produktion geprüft wird. Und ich habe mir hier diese Silberfarbe ausgesucht und versuche sie jetzt zu entfernen. Ich fange jetzt an zu putzen. Sie sehen, wie das wunderbar weggeht. Mit einmal, zack, weg ist es. Hier. Es ist also weg und nun ist es leider so, dass es sehr viele verschiedene Graffiti-Stoffe gibt. Und das Silberne ist nicht gerade das Schwierigste. Das Schwarze hier, da werden Sie jetzt merken, dass ich da weitaus mehr Schwierigkeiten habe. Das ist, das heißt Molotow, das Zeug. Und das sprühen Sie neuerdings hier auch in Berlin. Ich habe es zum ersten Mal in Zürich in den Händen gehabt, kommt aus Frankreich. Und ist eine Art Unterbodenpflege für Autos. Und hier wird es bei weitem nicht so schnell gehen. Das werden Sie gleich sehen. Da muss ich also erst einwirken lassen und dann kriege ich es auch weg. Aber es dauert länger. Und das ist bei uns gar nicht so sehr beliebt. Ich habe es oben bei mir auf dem Schreibtisch stehen und hier muss man ganz schön putzen, um das wegzukriegen. Es geht aber auch, wie Sie sehen, schwarz und dann ist es auch weg.
Ich probe.